Hallo! Dieses Jahr schließen wir ab mit einem Silvester-Make-up-Tutorial, das recht dunkel und dramatisch ist, aber hey, es ist Silvester. Wann, wenn nicht jetzt? Ich habe sogar zwei verschiedene Versionen davon auf Lager und wir fangen an mit einer Base, denn es soll ja alles gut halten, am besten die ganze Nacht. Ich habe hier die ausprobiert, die mir Julia geschickt hat. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Die ist unglaublich teuer. Wir haben die eigentlich für ein Video bestellt, das wir nicht gedreht haben. Ihr könnt natürlich nehmen, was ihr wollt. Ja, das trage ich eben einfach auf. Die hat sich übrigens gar nicht so schlecht angefühlt und außerdem richtig gut. Aber ich kann jetzt noch nicht viel dazu sagen, weil ich habe sie noch nicht wirklich ausprobiert in dem Sinne. Dann suchen wir erstmal unsere Spotify-Playlist aus, weil ich habe Musik gebraucht, sonst wäre überhaupt nichts gegangen. Und dann kann es auch schon losgehen mit Foundation. Ich habe die beiden hier gemischt, aber ich glaube, es wird nicht meine Lieblingsmischung. Irgendwie war das nicht ganz so mein Fall, aber wie man Foundation aufträgt, das wisst ihr alle, denke ich einfach mal. Und deswegen, ja, einfach auftragen und fertig. Als Concealer habe ich heute diesen hier genommen, den ich früher gar nicht so gern mochte und wer hätte es gedacht, ich mag ihn immer noch nicht so gerne. Aber ich dachte mir, ich gebe ihm einfach nochmal eine Chance. Chance verpasst, lieber NARS Concealer, ich bin sehr enttäuscht. Auf jeden Fall wird das Ganze eben aufgetragen, verblendet und dann mit Puder gesettet. Als kleine Lippenstiftvorbereitung habe ich noch Pflegestift aufgetragen und bevor ich mich um den Rest vom Gesicht kümmere, machen wir zuallererst die Augenbrauen. Dafür nehme ich eigentlich so ziemlich meine typischen Produkte. Ich mag übrigens nach all der Zeit immer noch den Essenspinsel für solche Sachen am liebsten. Der ist einfach so schön präzise. Ich mag ihn. Ich mag ihn sehr. Mit meinem Catrice Brow Definer habe ich dann noch so ein paar einzelne Härchen dazu gemalt und dann mit Augenbrauengel die richtigen Härchen halbwegs fixiert. Zeit für das Augen-Make-up. Dafür nehmen wir erstmal diesen kühlen, hellen Braunton, was auch immer es ist, und setzen den komplett in die Lidfalte. Dann nehme ich ein dunkleres Grau wie dieses hier und so eine Karteikarte und ich setze das Grau vor allem außen und auch wieder in die Lidfalte rein. Und die Karte sorgt übrigens für eine schärfere Kante, wie ihr hier sehen könnt. Blenden ist heute auch auf jeden Fall das A und O. Ich blende und blende und blende noch ein bisschen mehr. Und dann setze ich so einen Kohlkajal auch vor allem außen an den Wimpernkranz und in den Außenwinkel so ein kleines bisschen. Die lassen sich nämlich recht leicht verblenden, deswegen habe ich so einen genommen. Und da blende ich dann noch irgendeinen schwarzen Lidschatten rein. Nehmt da, was ihr wollt. Einfach, um alles nochmal zu verdunkeln und zu definieren. Ich habe jetzt diesen Creme-Lidschatten hier genommen. Ich weiß, Kylie bekommt man leider nur schwer nach Deutschland mittlerweile, aber es gibt super viele Alternativen, sogar in der Drogerie. Schaut euch einfach mal um. Ich setze den auf jeden Fall auf die freien Stellen, vor allem in der Mitte des beweglichen Lids. Zum Setten und Verstärken nehme ich dann so einen Bronzeton und setze den natürlich genau da drüber. Ich habe dann da auch wieder so ein bisschen hin und her geblendet und auch am unteren Wimpernkranz noch so ein bisschen was dazugesetzt. Das hatte ich nämlich noch nicht gemacht. Diese Farbe hier setze ich jetzt in den Innenwinkel als kleines Highlight. Nächster Halt ist Mascara, aber ihr kennt mich, dabei bleibt es ja eigentlich sowieso nie, wirklich gar nie. Deshalb nehme ich jetzt da diese Faltenwimpern hier, die habe ich gerade erst aufgemacht. Und ich war schon sehr gespannt zu diesem Zeitpunkt, weil ich sie noch nicht ausprobiert hatte. Auf jeden Fall, ja, klebe ich mir die auf und so, ne, was man eben so macht mit falschen Wimpern. Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall endlich mal um Kontur und so weiter kümmern. Heute habe ich mich nach Creme-Kontur gefühlt. Ich weiß nicht warum, aber die habe ich vor allen Dingen unter den Wangenknochen und am Kiefer angesetzt. Ach so, und an der Stirn. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Ich finde, das gehört irgendwie zu so einem Look einfach dazu. Ich weiß übrigens nicht, wieso es am Haaransatz so orange aussieht, weil es im Spiegel nicht orange aussah. Deswegen habe ich es auch nicht bemerkt. Ah, die Kamera ist ein Witzbold, oder? Richtig lustig. Haha, Kamera, danke für nichts. Ich habe ein sehr neutrales, zurückhaltendes Rouge ausgesucht, weil schon alles allgemein relativ dramatisch ist. Und das einfach aufgetragen, wie man Rouge so aufträgt. Da kann man eigentlich nicht viel dazu sagen. Und einen Highlighter habe ich auch noch ausgesucht, der auch nicht komplett dich wegblendet, wenn du ihn siehst. Aber immerhin ist er ganz hübsch. Und den habe ich auch nur ganz leicht aufgetragen, deswegen heute nicht so extrem. Heute nicht. Die Lippen habe ich mit Eyeliner umrandet, da ich meinen schwarzen Lip Liner nicht mehr finde. Ihr wisst nicht, wie viele Dinge ich heute schon gesucht und nicht gefunden habe. Es ist nicht mehr lustig, ich werde wahnsinnig. Manchmal zweifle ich so ein bisschen an mir, aber na gut, lasst euch auf jeden Fall dafür Zeit, denn es muss wirklich gut aussehen bei solchen dunklen Farben. So, da gehe ich jetzt mit diesem wunderschönen Baby drüber, aber keine Panik, es gibt dazu auf jeden Fall Alternativen. Entweder nur schwarzer Lippenstift oder zum Beispiel der hier von NYX. Der ist dem von Kylie eigentlich relativ ähnlich. Er ist ein bisschen mehr grau als schwarz, aber es würde auf jeden Fall funktionieren.
So oder so brauchen wir einfach irgendwas Dunkles, weil wir Glitzer benutzen. Und da wird eben auch ein normaler schwarzer Lippenstift funktionieren. So oder so kommen wir genau jetzt auch zu dem Glitzerteil und schaut euch dieses Glitzer an. Es ist so schön, ich weine. Ich tupfe das wieder wie letztes Mal einfach mit dem Finger auf und oh mein Gott, ist das schön, wenn ihr mich fragt. Ich glaube, ihr fragt mich, weil ihr schaut ja mein Video, also schätze ich auch mal, dass ihr mich fragt. Und damit ist der Look auch komplett. Man könnte auch, wie gesagt, locker mit silbernen Tönen beim Augen-Make-up arbeiten, wenn man es etwas einheitlicher haben will. Dafür kann man zum Beispiel von der Smoky-Palette, die ich vorhin schon benutzt habe, diesen Farbton einfach nehmen und dann sieht das Ganze auch schon so aus. Also einfach alles, wo der warme Bronzeton drauf war, einfach eher mit einem Silber machen. Das ist natürlich ein bisschen einheitlicher wegen den Lippen, aber ich fand den Kontrast einfach ganz cool zwischen dem warmen und dann den Lippen dazu. Wisst ihr, was ich meine? Wenn euch das Video und die Looks gefallen haben, dann lasst es mich gerne wissen. Ihr könnt mir auch gerne Bescheid sagen, welcher von den beiden Looks euch persönlich besser gefällt. Auf jeden Fall findet ihr jetzt hier rechts zwei weitere Videos, unter anderem noch eine weitere Make-up-Idee für Silvester oder Partys und so weiter, die euch vielleicht gefallen könnte. Wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Vielen, vielen Dank für das ganze Jahr. Es ist so viel passiert, es ist unglaublich. Und ja, bis zum nächsten Jahr. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss!